Ja, moin, meine Freunde. Wir sind natürlich mal wieder im Alltag wie gewohnt, wie gehabt, etc. Schau mal. Ist ja noch immer noch Alltag Weekend, beziehungsweise heute ist der letzte Tag vom Alltag Wochenende. Dementsprechend möchte ich natürlich, so gut es geht, natürlich auch die Zeit auskosten. Ich habe gerade mal eine Main-Hexe gefragt aus der Gilde, wie gut das läuft wegen Letzte Riten. Die Quest hier, die hier ist eine Gruppenquest, weil ja, ob man die alleine machen kann als Hexer. Ich bin natürlich kein Demo, sondern Affliegespeck, dementsprechend ja. Wir gucken mal, was haben wir hier noch? Friedhöfe müssen wir noch einnehmen. Wir können mal gucken, ob sie den Friedhof hier oben einnehmen oder nicht. Weil wenn nicht, können wir den mal einnehmen gehen. Das wäre dann auf jeden Fall noch eine Quest, die wir auf jeden Fall machen könnten. Und dann könnten wir mal gucken, ob wir hier unten noch einnehmen. Aber da geht schon Disco. Juka nach oben. Warte. Ach du Kacke, was ist denn hier los? Ja. Ihr könnt das gerne mal probieren, aber ihr werdet mich nicht kriegen, meine Freunde. Wir haben natürlich auf jeden Fall hier schon mal. Hier kommt auf jeden Fall schon jemand angewatschelt. Zap. So, der hat auf jeden Fall verfehlt. Das heißt, wir wollen auf jeden Fall hier einmal alles reinzünden. Wir wollen natürlich einmal gucken, ob wir hier irgendwas machen können. Es ist natürlich ein Diszi. Surprise. Na, und hinter uns ist auch noch ein Shadow. Natürlich sind es drei Leute und wir kassieren natürlich den vollen 30 Sekunden Respawn-Timer. Na, natürlich. Na. Ey, Mann. Und ich würde fast darauf wetten, dass wir gegen eine Premade-Gruppe spielen. Na. Ja, sehe ich doch schon. Ah, mindestens fünf Leute von Golemark. Ah, ja, viele Leute von Golemark und von uns hier. Ja. Naja. Ist halt mal wieder so typisch. Na. So, Gesundheitsstein braucht man nicht. Flächen etc. werden wir uns jetzt natürlich nicht reinhauen. Was wir aber mal machen können, ist die Schlacht um die Allianz. Können wir die hier eigentlich abgeben? Tatsächlich können wir die hier abgeben. 50.000 XP, das ist auf jeden Fall schon mal eine Sache. Wir wollen aber dann das teuerste hier wählen. Das wäre dann das. Das sind dann nochmal 3.000 XP. Ja, also ich nehme es dankend an. Das waren jetzt knapp 60.000 Erfahrungspunkte. Einfach so for free. Was wird da gepinkt? Hier oben ist auf jeden Fall schon mal dicke Party. Wir wollen uns einmal buffen. Da hinten ist auf jeden Fall ein Priester, der gerade massakriert wird. Von unserem Paladin. Sehr schön. Und es ist natürlich wieder massivst am Leggen. Hier können wir einmal. Natürlich. Ja, komm. Ja. Ah, jetzt geht's endlich mal. WhatsApp. Aber. Wir werden hier einmal direkt reinlooten. Ich würde gerne bitte einmal den Loot haben. Vielen Dank auch. Ist sehr nett von euch. Jetzt gehen wir einmal ganz kurz mal die Quest abgeben. Da oben, ja, ich weiß. Jetzt halt die fucking Fresse, Alter. Nerv mich nicht. Geht doch. Wir geben hier einmal ab. Können wir das hier nochmal abgeben? Nein. Haben nicht genug Teile dafür. Aber nochmal 34.000 Erfahrungspunkte on top. Was willst du hier? Vorräte, 10 Vorräte der Allianz, okay. Und nochmal Vorräte, nee. Wir wollen hier auf jeden Fall, irgendwo ist hier eine Hexe. Wo? Ach, da oben. Alter, ey, es ist so am Leggen, Alter, es macht keinen Spaß. Alter, Mann. Ja, genau. Tick, tick, tick. Klar. Es tickt halt einfach ins Bodenlose. Ja, ich verpiss mich hier halt auch. Keine Ahnung. Es hat halt keinen Sinn, ey. Die Leute, die deffen hier die Scheiße aus sich raus. Du kriegst erstmal einen Dot. Ja, nö, natürlich nicht, weil es leckt halt lieber, statt hier mal vernünftig irgendwie mal was zu machen. Ja, so. Du kriegst.
kein Instant Bolt, weil das Spiel halt immer noch am Laggen ist. Dankeschön. Es macht so viel Spaß. Jetzt halt die Schnauze, Alter. Jetzt geh mir nicht auf den Sack mit deinem Drecksrumgepinger, Alter. Kann ich auch. So. Oh, ich ping jetzt die ganze Zeit. Mir egal. So, mal schauen. So. Zap. Alter, gehen die mir auf die Eier, Alter. Ja, dann tötet mich wenigstens auch und haltet die verfickte Fresse, Mann. Hey. Hunger, Alter, einmal Ping reicht, Alter. Ah. Ah. Brauchst nicht 20 Tausende rumping, Alter. Geht doch, Alter. Endlich mal Ruhe, Alter. Und nicht dieses ständige abgefuckte Hurensohn-Ping, Mann. Ping, 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 ping. Ja, dann sollen sie halt ping, Alter. Ist doch eh verloren, weil die Horde. Ach, die Horde, sag ich schon wieder. Die Allianz ein inkompetentes Stück Scheiße ist, Alter. Hey. Oh. Geht doch. Endlich mal Ruhe, Mann. Kein anständiges Rumgepinge. Ja, dann ist der Turm eingenommen, Alter. Dann bewegt dein gottverfickten Arsch da hin und nimm den Turm halt selbstständig ein. Aber geh mir nicht auf den Sack. Oh. Ah, ja, hier, tschüss. Oh. Ah, oh, natürlich. Natürlich bin ich wieder der Gefickte. Natürlich krieg ich wieder aufs Maul. Ey, Alter. Weißt du, da denkst du dir mal, da hilfst du den Schamanen mal. Aber nein. Ah, er kassiert halt einfach nur aufs Maul. Ja. Schön. Du bist 76, mein Freund. 76. Wieso trägst du noch so einen abgeranzten Schmuck? Schmutz. Ah? Ja, schön. Zaubermatt Wille. Ja, und jetzt? Immerhin haben wir es gewonnen. Immerhin haben wir es gewonnen. Ich habe keine Ahnung, wie wir es angestellt haben, aber wir haben es gewonnen. Wirklich. Ich habe keinen blassen Schimmer. Ah? So. So, zap. Ja. Zap, jetzt müssen wir einmal warten. Ah, oh, zap. Wir buffen uns einmal durch. Da kommt auf jeden Fall einmal unsere Main-Hexe mir einmal kurz helfen. Ah, das ist auf jeden Fall schon mal recht löblich. Ah. Ah, da ist er ja wieder. So, zap. Holy Macaroni, Alter, ey. Ja, tut mir leid, aber es ging mir halt wirklich so massivst auf den Sack. Ja, also wirklich, wie nervtötend willst du sein, der Spieler? Ja. Einfach nur ja. Ja. So, das kommt einmal dahin. Ich habe keine Ahnung. Achso, hier. Das ist sogar noch mal noch besserer Soulstone. Keine Ahnung. Mächtiger Zauberer ist aktiv. Ein Christopher, aber Agi, keine Ahnung. Was du damit anfangen sollst. Aber hey, ich habe dir immerhin etwas gegeben. Ah, so. Der Kollege kommt gerade angewatschelt. Das heißt. Ich starte das Event dann schon mal. Zap. Komm. Hallo.
Vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank, wie lieb von dir. Da ist er doch auch gleich da. Da 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 da. La 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 la. Dam dam. Dam da dam da dam da 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 dam dam dam. Ach, da ist er. Hallo. So. Dum 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 dum. Dum dum dum. Dü dü dü. Dü dü dü. Dü 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 dü. Dü 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 dü. Lerissa, was willst du bloß machen? Ey, nix gegen Elfen. Ah. Zumindest gegen die Weibli. Erlaubt mir, mich um die Eindringlinge zu kümmern, Herr. Ich werde ihre Eingeweide. Servus, Sir. No, zap. Zap, zap, zap. Das packen wir nochmal drauf. So. Akku mal wieder runtertickt. Lul. Ich danke dir. Zap. 12 Gold, 10, 12,55. Zap. Bumm. Sehr schön. Das heißt, das haben wir auch fertig. Wir queuen auf jeden Fall wieder fürs Alterac. Und dann. Ja, alles klar. Du blubberst da einfach mal frohfröhlich weiter. Wir könnten theoretisch hier jetzt schon weiter questen. Wollen wir das auch machen? Ist so die Frage der Fragen. Für die Dungeons haben wir noch keine Quests. Heißt, wir werden auf jeden Fall erstmal hier oben noch mal kurz ein bisschen was machen. Und dann schauen wir mal weiter. So. Wir sind unterwegs. Level 72. Wir kommen. Da gibt es dann auf jeden Fall nochmal schöne neue Spells. Nochmal 50 Tempo mehr. Sehr schön. Neuer Schattenschutz. Auch sehr schön. Feuerregen. Ja. Dämonen unterwerfen. Ja. Kann man machen. Muss man jetzt aber nicht. Ich glaube, wir machen als erstes hier das Lager. Das geht noch relativ zügig. Wir gucken einmal. Wir sind bei 13 Minuten. Ach, locker easy. Locker easy hier. Alles Chillo Vanillo. Was haben wir hier? Das ist alles, was wiedergekommen ist. Okay. Das heißt, hier müssen wir einmal rein. Hallo? Lass mich einmal durch. Lass mich einmal durch. Da, 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 da. Muss ich mit dir zuhören? Weiter, 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 weiter. Oh, so. Weiter, weiter, weiter. Weiter. Kollege? Aha. So, zap. Dankeschön. Quest ist abgeschlossen, das heißt. Ja. Einmal nach unten. Dün, dün, dün. Dün, 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 dün. Ja.
Anscheinend hat das nicht so funktioniert. Naja, egal. Bla, der Bla möchte, dass ihr Transmaterial Bla auf 6 der Bla anmeldet. Nö. Keine Lust drauf. König Müggel. Das können wir gerne machen. 15 Einsatzteile möchte ich auch nicht sammeln. Bringt 10 Bla Werkzeuge. Nö. Wir machen jetzt einmal den Abgang nach hier oben. So. Und dann geht es auch schon weiter. Ja. Ich weiß gar nicht, wann wir hier theoretisch reinkommen. Asyol ist 70 bis 80. Da haben wir einmal Asyol Nerup 72. Altes Königreich 73. Okay. Weil hier vorne, das ist eigentlich relativ witzig tatsächlich. Hier mit den König Müggel. Jawohl. König Müggel möchte, dass ihr das zielt auf die Überreste des Verbrühers und benutzt die Muschel, so wird der magische Dampf eingefangen. So. Zap. Da ihr mir hier trat, aber irgendwie so ein bisschen im Weg steht, meine Freunde, müsst ihr hier leider einmal weg. So. Nö. Küsten schießt mich tot. Ah, das ist wahrscheinlich ganz unten, ne? Ich glaube schon, dass es ganz unten ist. So. Ach ja. Ach ja. So. Das ist doch safe hier, oder? Ja, da ist der Verbrüher. Brü, brü. Miau. Zap, zap. Wir machen Damage. Hoffe ich doch jedenfalls. So, zap. Kann ich das jetzt machen? Genau. Des Königs leere Muschel. So, zap. Jetzt watschen wir einmal. Jetzt watschen. Jetzt schwimmen wir einmal wieder nach oben. Und schauen wir mal. Black Area. Okay. Oh, na dann. Dann sucht mal, meine Freunde. Dann sucht mal. Ah. Dann sucht mal fleißig. So. Dip, 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 dip. Ja. Wir leben. Wir leben. Lernen, wie man kommuniziert. Winterflossenhandel. Zap. Was haben wir da bekommen? Unterwasseratmung. Besser schnell beim Verbrüher ankommen. Aha. Was bist du denn hier, Winter? Ah, hier. Oh. Eins und zwei und drei und vier und fünf. Wie lange wollt ihr mich noch dazen? Ja. Zap. So. 1000 Winter ist gleich auch, das heißt, wir könnten eigentlich auch mal 1000 Winter gehen. Wupp. Achso, so war das ja. Ich musste mich gerade erstmal nochmal mit meinen Tastenkombinationen auseinandersetzen, weil das irgendwie nicht so wollte, wie ich das gerne wollte. Hallo? Ey, hier geblieben, mein Freund. Hier haben wir auf jeden Fall irgendwie noch so eine Muschel, die wir looten können. Jawohl. Immer her damit. Zap. Einfach her damit mit dem Zeug. So. Wollen wir 1000 Winter auch mal laufen? Für Ehre ist das eigentlich keine schlechte Idee. Genau. Korrekt, mein Freund. Absolut korrekt. Hier ist auch nochmal ein 74er. Keine Ahnung, was der hier Bock drauf hat. Bock hat, keine Ahnung. Lass mir mal gucken, was hast du denn so Schönes? Ein Kopf 145, das ist doch schon mal ganz nett. Die Sirenenträne ist auch schon mal ganz fancy. Ah, eine Stangenwaffe, alkoholisches Getränkeanwender, Nordmeerperle. Ruft einen Ersthelfer der Winterflossen herbei, der an eurer Seite kämpft. Das Horn wird durch Verwendung verbraucht, okay? Ja.
Gibt auf jeden Fall schon so ein, zwei, drei nette Items, die er uns hier geben kann. So. Zap. Wir haben hier auf jeden Fall auch nochmal was. So. Zap, zap. Ja, ist ja gut, Kollege. So, zap. Sehe nur ich das oder seht ihr das auch? Wartet mal. Zap. Beziehungsweise wir machen das anders. Zap. Um das einfach mal so im Vergleich zu setzen, dass man das auf jeden Fall mal sieht. Einen kleinen Moment. Da muss ich mal ganz kurz was machen. Einen Augenblick bitte. Da ist auf jeden Fall etwas, ja. Ja. Okay. Ich glaube, der hackt. Würde ich jetzt mal sagen. Das ist auf jeden Fall eine Sache. Ja. Wisst ihr was? Auch wenn normalerweise die Unschuldsvermutung ist, aber den Spieler müssen wir jetzt melden wegen Cheating, Hacking und Botting. Flyhack plus. Flyhack plus. Angelbot. So. So. Ah, dementsprechend, wir können mal ganz kurz gucken, was der jetzt macht. Er mountet halt auch einfach in der Luft auf, ne? Wir können mal gucken, was er so treibt. Ich fliege dem jetzt einfach mal kurz hinterher. Ich will mal wirklich wissen, was er da veranstaltet. Ah. Weil das ist dann doch schon echt komisch. Du kriegst jetzt einfach mal einen Mark hier, grün. Okay, der ist jetzt weg. Die da. Wir nehmen auf jeden Fall erstmal die Quest nochmal an. Weil das ist schon echt. Ja, okay. Also. Ja, ne? Also. Da ist er wieder. Er ist halt einfach in der Luft. Joa. Also, ich weiß ja nicht. Also, irgendwas stimmt hier gewaltig nicht. Wie gesagt, ich bin normalerweise, was Melden angeht, eigentlich schon relativ zügig. Aber das ist halt jetzt wirklich mal so eine Sache. Ja, also. Ja, was machen Sachen da jetzt? Na? Wir haben auf jeden Fall hier einiges an Lecks gerade. Ah, zap. Wir müssen hier auf jeden Fall nochmal alles nochmal redotten. Zap. Können wir hier nochmal einmal gemütlich mal ein bisschen weg AOEen. So. Ja, weil, ja, wie gesagt, also das ist halt so eine Sache. Ich weiß nicht, wie du das da handhaben willst, weil das ist halt schon echt obviously Cheating. Also, ich weiß nicht, also. Er hat ja nicht mal eisige Pfade oder ähnliches an, also das ist schon sehr, sehr, ja. Da frage ich mich schon, was da los ist. Brauche ich einen Schlüssel? Nee. Brauche ich nicht. Das ist doch schon mal Töfte, du. Zap. Okay, naja. Ich judge hier jetzt einfach mal keinen, weil das ist ja immer so die Sache von den Spielern, was sie hier machen. Ja, also dementsprechend. Ihr habt den Namen, ihr wisst, was zu tun ist. Server Everlook. Ja, meldet die Person einfach. Ihr habt hier jetzt einen Videobeweis, dass er definitiv am Fliegen war, also am Flyhacken. Dementsprechend fühlt euch frei, na, dagegen etwas zu tun. So, so. Ah, so. Dementsprechend, ja. Habe ich aber auch schon lange nicht mehr gesehen, tatsächlich Leute, die hier so kackendreist am Reinhacken oder Cheaten sind. Ne? Dementsprechend, ja, man munkelt, aber was.
Willst du machen? Genau, sehe ich genauso, mein Freund. Alles klar. So. Dementsprechend, wie gesagt, fühlt euch frei, macht, was ihr nicht lassen könnt. Aber wenn ihr es vermeiden könnt, dann meldet solche Leute und gibt das halt einfach an Blizzard weiter. Dementsprechend, da ist auf jeden Fall eine Sache. Wir haben auf jeden Fall wieder einen Alterac-Invite. Wie sieht denn unsere Folge aus? 25 Minuten. Ich würde sagen, wir machen dann einfach mal hier einen Cut rein. Beziehungsweise, ja doch, wir machen hier einen Cut. Wir sehen uns dann im Alterac wieder. Ich wünsche euch was. Bis demnächst. Ciao, ciao.